Das nächste Problem, das nächste Projekt. Entschuldigung, es hat den Titel Problem. Also, es ist der Weltproblem Newsticker und zwar von Paul, Konrad und Timo. Bitte schön, eure Bühne. Ja, also ich bin Paul, das ist Konrad. Timo musste leider schon vorher abreisen, deswegen übernehmen wir seinen Part jetzt auch. Und wie ihr schon sehen könnt, heißt unser Projekt Weltproblem Newsticker. Dabei geht es darum, dass eben wir auch ein eigenes Logo erstellt haben und die Idee dafür ist, dass die Erde eben nur begrenzte Zeit übrig hat, wenn die Menschheit sich weiter so verhält, wie sie es gerade tut. Beispielsweise der CO2-Ausstoß. Aufgrund solcher Probleme ist eben schnelles Handeln notwendig. Und wenn wir das nicht tun, geht es mit unserer Erde bald zugrunde. Die Idee für unser Projekt war, dass eben diese Flut an Neuigkeiten und Problemen einen ziemlich verwirren können und man nicht die Infos bekommt, die man haben möchte. Deswegen wollen wir eine Übersicht über diese Probleme geben und diese auch je nach Geschmack des Users in der App filtern lassen, dass die User eben genau das sehen, wofür sie sich gerade interessieren. Dabei haben wir auch ein Diskussionsforum integriert und da kann man dann auch direkt mit anderen Usern über diese Probleme diskutieren und reden. So, jetzt von meiner Seite aus möchte ich euch etwas über die Datentechnologien erzählen, wie wir an die gekommen sind. Das Ganze wurde mit Java programmiert. Und für die Java-Programmierung haben wir das Java Development Kit, kurz JDK, und Java Environment, One-Time Environment benutzt. Und ja, das Programm heißt Eclipse und als kleine Hilfestellung für die ganze App haben wir den Eclipse Window Builder benutzt. Die Daten kriegen wir von Seiten wie Spiegel Online, Bild und ähnlichem, von sogenannten RSS-Feeds. Das sind Zusammenfassungen von den neuesten News, sprich man kann diese abonnieren und bekommt immer die neuesten Mitteilungen von denen. Bei der Umsetzung dieses Projekts sind leider einige Probleme aufgetreten. Das, was mit am meisten Zeit gekostet hat, war erstmal die Installation der Software, denn wir haben auf verschiedenen Betriebssystemen gearbeitet. Und nicht jede Software war mit jedem System kompatibel und dann mussten Alternativen gesucht werden. Außerdem gab es zwischendurch Internetprobleme, weshalb wir nicht so arbeiten konnten, wie wir es gern wollten. Und natürlich auch teilweise menschliches Versagen, dass in den Quellcodes Fehler aufgetreten sind und die Fehlersuche dann einige Zeit gedauert hat. Und jetzt wollen wir euch noch einmal den Prototyp unserer App zeigen. So, genau, dann möchte ich euch einmal was dazu erklären. Nur sieht man das jetzt mal wieder nicht. Okay. Nein, nicht Großbild. Das ist nicht so gewollt. So, wie wir schon bereits gesagt haben, wollten wir eine Personalisierung mit einem Filter einbauen, was wir gleich als erstes Fenster haben, wo man anklicken kann, für welche Themen man sich interessiert. Da wähle ich jetzt zum Beispiel mal Umwelt, weil ich interessiere mich für Umwelt und so. Und klicke auf Fertig. Genau, ziehe es mal rüber. So, dann ploppt ein zweites Fenster auf, sprich das Hauptfenster, wo wir aussehen, wie man das Ganze benutzen kann. So, wie das da steht, klicken wir dann einmal auf das X links und haben hier, wie eben schon ausgewählt, nur den Reiter Umwelt. Ansonsten hätten wir das andere ausgewählt, wären logischerweise noch die anderen Reiter dabei. So, und um auf das vorhin Gesagte zurückzukommen mit den Tipps, haben wir ein paar Tipps integriert, wie man praktisch gegen dieses ganze Klimawandel und so vorgehen kann.
Genau, so sieht das Ganze dann aus. Da haben wir ein paar Tipps, zum Beispiel, wie man gegen den Klimawandel vorgeht. Genau, zum Beispiel halt Energieeffizienz maximieren und mehr Fahrrad nutzen, mehr zu Fuß gehen und ähnliches. Das war es dann auch schon mit unserer Vorstellung. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ein spannendes und großartiges Projekt. Und geht bitte einmal zu Matthias, der garantiert auch hier noch Fragen hat. Ja, only bad news, good news hieß es ja früher, aber hier halt der konstruktive Ansatz mit euren Tipps ganz am Ende, wie man halt klimabewusst auch leben kann. Die Tipps, wo kommen die denn her? Da hat sich Paul drum gekümmert. Die kommen aus dem Internet, sprich von verschiedensten Quellen, ja. Okay, aber die habt ihr dann selbst erstellt und dann in eure Anwendung eingefügt. Wunderbar. Nun habt ihr kurz erzählt, wo ihr eure Daten herbezieht. Ihr habt sie an dem Beispiel von Spiegel Online demonstriert oder habt es aufgesagt. Spiegel Online kennt ja der meiste von uns. Wir gehen auf eine Webseite und haben da schöne bunte Clicky-Bilder und ein bisschen Text dazu, beziehungsweise haben noch eine Papierausgabe. Nun habt ihr erzählt, so ein RSS-Feed. Für die Leute oder die Teilnehmer, die hier vielleicht nicht so in der Informatik drin sind, was ist denn so ein RSS-Feed und was kann der? Egal, hatte ich zwar, glaube ich, schon erklärt, aber wie gesagt, das ist RSS-Feeds kann man praktisch abonnieren, kriegt immer eine Zusammenfassung von den neuesten Berichten bzw. Beiträgen von zum Beispiel Spiegel Online. Okay, und die können dann diese RSS-Feeds können dann eure Anwendung wunderbar lesen und kann die auswerten und dann anzeigen, ne? Wunderbar. Ja, dann danke für die kurzen Eindrücke und dann sind wir auch schon bereit für die nächste Gruppe. Applaus nochmal. Applaus.